Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 mit meinem Team hier bei Heisenberg. Zockt, ja, der gute Mann dort, der hat uns eingeschenkt. Und zwar, ich glaube, 2 Tore waren es. Wir haben 4:1 verloren gegen England und sind damit mit der Ukraine ausgeschieden aus der Europameisterschaft in der Gruppenphase. Immerhin mit einem Sieg gegen Irland und einem Unentschieden gegen Rumänien. Ja, jetzt sind wir wieder beim Heisi FC. Ja, und jetzt gucken wir mal, was es hier zu tun gibt. Wir haben Saisonpause. Wen haben wir ausgeliehen? Den Herrn Neumann? Jawohl, das ist okay so. Und dann haben wir den Herrn Meier noch ausgeliehen. Okay, gut, das freut mich. Wir gehen mal schnell zur Mannschaft und gucken mal ein bisschen genauer rein. Wie sieht das aus bei Jan Sommer? Der bleibt noch. Also, da steht nichts von wegen der Würde. Ziggy geht, das können wir alles noch verlängern. Wie alt ist Ziggy? 27. Wisst ihr was, das machen wir gleich mal. Allerdings werden wir das machen mit Delegieren. Und dann mal kurz gucken. 36.000. Ja, das ist doch soweit okay. Das ist zwar relativ viel, denke ich, für einen Ersatztorhüter, aber er ist auch nicht irgendwer. Gut, machen wir. Sporadisch 3 Jahre. Ja, das akzeptiere ich tatsächlich. Sehr gut. Führungsspieler haben wir da sowieso. Jetzt werden wir aber nicht gucken, wer einen neuen Vertrag braucht. Das machen wir später. Sondern ich möchte schnell gucken. Und zwar bei der Taktikvorlage. Was gibt es zu tun in Sachen Verbesserung der Mannschaft? Jetzt habe ich natürlich verpasst. Na, lass mich nochmal schnell rausgehen. Ich möchte schnell gucken, ob das Geld angekommen ist. Ich nehme es mal an. Hier im Büro. Ui, ja, 81 Millionen. Also damit können wir arbeiten. Und damit können wir natürlich gut arbeiten. Jetzt eben, ihr habt geschrieben, kauf nicht einfach einen teuren, sondern kauf ein paar und macht das Kader breiter. Das würde ich eben ähnlich sehen. Dafür müssen wir jetzt aber nochmal kurz zur Taktikvorlage mal gucken, wie das hier genau aussieht. Wenn wir mal reingehen. Das ist unsere Standardmannschaft. Ich denke, der Sturm, ganz klar, der bleibt. Im Mittelfeld haben wir Jansen, Grant, Vargas. Ich denke, das ist soweit auch okay. Dann haben wir Stojanov, das ist ein junger Mann, den wollen wir aufbauen. Das würde ich wahrscheinlich dann doch sogar beibehalten. Dann haben wir in der Verteidigung Babu, ja, würde ich behalten. Haas, Arnold, das sind zwei starke Leute. Sommer im Tor. Eigentlich die Mannschaft ist ausgeglichen. Was haben wir denn beim Herrn Schmidt? Hat der irgendwie kein Skill mehr? Ist der weg? Doch, 79 steht ja mir nicht. Ja, wäre der linke Verteidiger. Da könnte man natürlich noch ein bisschen was machen, dass wir dort investieren. Ansonsten, dann Ersatz. Wir haben einen Torwart. Wir haben im Sturm jemanden, der wird umgeschult. Dann haben wir hier einen jungen Mann im zentralen Mittelfeld. Im Sturm haben wir noch Dua. Tatsächlich auch noch. Dann haben wir im rechten Mittelfeld jemanden, im linken jemanden. Und als Innenverteidiger. Wir haben für die Backups oder wir haben für die Außenverteidiger nichts. Und für die Flügel eigentlich auch niemanden. Sehe ich das richtig? Hier haben wir noch Kuhn, Innenverteidiger. Wie alt ist der gute Mann? Der ist auch 18. Okay, das wäre natürlich dann doch auch jemand, den man nochmal aufbauen könnte. Allerdings, da sehe ich jetzt eher schwarz. Ich würde den, kann ich hier was machen? Nee, von hier aus nicht. Ja, wenn wir in die Breite was machen wollen. Es ist nicht ganz einfach. Ich denke, wir haben tatsächlich wirklich das Ganze ausgeglichen. Wir könnten für den linken Flügel natürlich noch einen Topspieler holen. Und dann Stojanov nur sporadisch einwechseln, aber dann wird der nicht richtig gedeihen. Aber eben, ja, wir haben im Prinzip, außer auf den Flügeln, haben wir Leute. Ich würde einen Flügel kaufen. Mal als erstes. Wir gehen mal zu den Transfers. Zur Zentrale haben wir hier irgendwo einen Flügel. Linkes Mittelfeld, ja, ihn zum Beispiel. 19, Stärke 76, das ist natürlich schon mal sehr stark. Der kostet 16 Millionen, könnten wir uns leisten. Dann haben wir rechtes Mittelfeld. Den müssten wir scouten. Ja. Alter 29. Ne, der ist mir zu alt tatsächlich. Ach, die müssen wir halt alle noch scouten. Tatsächlich rechtes Mittelfeld. Ja, wir haben ein paar fürs Mittelfeld hier. Oh, Takekubo. 21 Millionen. Der ist 23. Der ist halt schon stark. Der ist halt extrem schnell. Den haben wir in der letzten Saison gehabt. Ich würde tatsächlich... Sagen wir mal gucken, ob wir den kriegen. 21 Millionen, dann hätten wir jemanden. Rechtes Mittelfeld, zentrales offensives Mittelfeld. Wir könnten den auch fürs linke Mittelfeld natürlich noch trainieren. Würde ich mal machen. Takekubo. Ach, der hat eine Freigabe. 51 Millionen. Nee. Aber das ist natürlich blöd, weil wenn der eine Freigabesumme von 51 Millionen hat, dann werden wir wahrscheinlich tief in die Tasche greifen müssen.
um den zu kriegen. Ich versuch's einfach mal. Wer nichts versucht, der wird nichts gewinnen. Also, Transfersumme anbieten bei 21 Millionen. Ja, machen wir mal 4 und ne, wir machen mal 23 Millionen. Wahrscheinlich lacht er uns aus. Ich sehe es kaum. Mal gucken. Weiter absenden und kein schlechtes Angebot. Okay, er möchte 24,5. Akzeptieren wir. Sehr gut. Dann haben wir den fast. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich noch weiter gucken, dass wir uns mit ihm noch einig werden. In Sachen Gehalt etc. Das gibt es bei Käffchen und Birnen. Das ist schon mal sehr schön. Im Vereinsjackett. Da fehlt das Logo auf dem Jackett. Das ist das Falsche. Oh, hat's das jetzt wieder nicht mitgeladen? Gibt's doch nicht. Ich habe normal gestartet, wie immer. Also, da haben wir Tacke. Wir schauen mal schnell. Rolle im Kader wichtig. Ja, ist okay. Wir akzeptieren mal. Was akzeptieren wir denn? Das habe ich nicht gelesen, ich Eumel. Konkurrenzkampf. 5,5 Jahre. Das machen wir, weil... Ja, dann binden wir den. Der ist 23. Das können wir natürlich machen. Freigabesumme würde ich keine nehmen. Einstiegsbonus 290.000 und ein Bonus von fast 500.000. Okay, wenn er 10 Tore schießt. Der ist eigentlich nicht zum Tore schießen da. Okay, wir haben ihn. Herzlich willkommen. Taki Kubo, er ist wieder bei uns. Das wird auch den F. Hummels freuen. Der hat eh schon gejammert die ganze Zeit. Nein, hat er natürlich nicht. Aber das wird ihn, ja, hoffentlich nicht nur ihn freuen. Wir haben unseren Flügelflitzer wieder. Sehr gut, da kommt er. Und wird in Empfang genommen von gar niemandem. Doch, da steht doch schon einer bereit. Der hat auch das falsche Logo. Ich muss mal gucken, ob es das wieder nicht geladen hat. Das gibt's doch nicht. Ist jetzt nicht so ein Drama, weil wir spielen gerade nicht, aber trotzdem. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Da hat man es gerade nochmal gesehen. So, Fitness-Test wieder völlig falsch. Macht man tatsächlich nicht nach dem Kauf, sondern davor, logischerweise. Wie sieht das aus? Ja, doch ein sehr guter Transfer. Okay, das würde ich eben ähnlich sehen. Gut, kann ich weiter? Dankeschön. Dann haben wir mal das erste Geld investiert auf dem Flügel. Gut, jetzt, was könnten wir sonst noch brauchen? Rechtes Mittelfeld, ja eben, im Prinzip natürlich Außenverteidiger. Birindelli, Stärke 79. Hui, okay, der wäre natürlich stark. Rechter Verteidiger, wir bräuchten aber den linken, wir bräuchten einen linken Verteidiger. Linker Außenverteidiger könnte man umschulen. Der Herr Raum, der dürfte relativ teuer sein wahrscheinlich. 45 Millionen. Ja, könnten wir uns natürlich noch leisten. Würde eigentlich gehen. Das wäre dann aber natürlich die Stammkraft. Dann würde da der eine dann zugucken. Der Herr Schmidt war es, glaube ich. Mit 84. Sagen wir das? Ich würde das mal machen. 26. Wisst ihr was? Wir testen das einfach mal. Oder wir testen das nicht, sondern wir versuchen einfach mal unser Glück. 45 Millionen. Machen wir mal. Wir machen mal die 45 Millionen. Mal gucken, was sie dazu meinen. Ja, 500 wollen sie. Nö, wir machen das so. Ich glaube, die schicken uns weg. Würde mein Gespür sagen. Und? Zu niedrig. 65 Millionen. Nochmal 20 Millionen drauf. Das machen wir nicht. Ich hätte es vielleicht nochmal mit dem Gegenangebot versuchen können, aber ich glaube, da werden wir uns nicht einig. Der Herr Birindelli, Stärke 79. Alter 24, 23 Millionen. Wäre nicht unbedingt eine Verbesserung, weil der andere Kollege, der hat auch eine Stärke von 79. Unser Herr Schmidt, da bräuchten wir eigentlich einen stärkeren. Den werde ich mal scouten hier. Den Herrn Innenverteidiger. Rechtes Mittelfeld. Man könnte natürlich alle umschulen. Das dauert einfach entsprechend lang. Ich gehe mal schnell gucken. Spieler suchen. Und zwar nach der Position. Nicht Torwart, defensiv, sondern was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ja, Außenverteidiger eigentlich nochmal. Und zwar links. Linker Verteidiger. Ja, suchen wir einfach mal. Und gucken wir, was wir da kriegen. Aha, ein paar Leute. Natürlich von keinem die Stärke. Doch, hier, Bericht vollständig. Der hier, Stärke 85. Allerdings 32. Der hat natürlich dann doch schon ein gewisses Alter, aber der wäre natürlich schon stark.
Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt 35 Millionen bezahlen will oder 37, damit der noch zwei Saisons spielt. Mach mal. Okay, beobachten. Haben wir sonst noch einen, von dem wir den Bericht haben? Nee. 20, das ist natürlich immer interessant. Größe 1,80, linker Verteidiger. Ja. Machen wir zack so, machen wir zack so. Und ansonsten haben wir hier keinen mehr. Zumindest keinen, den wir kennen. Müssen wir alles scouten. Ich würde nicht auf Alter setzen, tatsächlich, sondern eher auf die Jüngeren. Wird nicht weiter beobachtet. Den haben wir schon beobachtet, da müsste ich doch aber ein bisschen was wissen von dem. Denkste. Mach auch mal noch den beobachten. Das heißt, wir suchen jetzt noch einen linken Verteidiger. Da können wir nochmal ganz kurz gucken, ob das soweit richtig ist. Links haben wir den Herrn Schmidt. Ja, Stärke 79. Er ist natürlich schon auch nicht so schlecht. Ein Babu möchte ich behalten, weil es ein Babu ist. Oh, aber was wir jetzt natürlich machen, haben wir den Dingen schon da. Den, Moment, den Takekubo. Moment, das sehe ich ja, wenn ich hier auf die Taktikvorlage nochmal gehe und dann ganz reingehe. Takekubo, where are you? Da ist er, der Herr Kubo. Das ist ein rechtes Mittelfeld. Da haben wir Vargas mit 81, der ist stärker. Ich würde bei ihm mal schnell gucken. Ja, und Stojanov eben. Jetzt ist natürlich doch blöd. Stojanov möchte ich halt doch auch drin haben. Aber wir wechseln mal. Zack, Kubo hier rein. Dann Dua, würde ich sagen, raus. Und Stojanov rein. Gut, Dua, den könnten wir eigentlich wieder verkaufen. Wir haben hier ja tatsächlich Wawritznikia-Dingens, der da Ersatz ist. Ja, gut. Das ist eigentlich eine starke Mannschaft. Das ist natürlich eine sehr ähnliche wie die, die wir in der letzten Saison hatten bei FIFA 22 sozusagen. Aber ich denke, damit kann man arbeiten. Ab und zu dann mal einen Jungen rein und eben linke Verteidigung noch gucken, ob wir da vielleicht noch einen starken kriegen. Oder vielleicht in der Innenverteidigung. Aber ich möchte eigentlich weder Arni noch Haas irgendwie weghaben. Und wir müssen nicht alles jetzt verbraten an Geld, was wir haben. Wir können ja mal gucken, was wir noch haben. Moment, da muss ich hier zurück. Ne, hier muss ich zurück. Sag mal, wie komme ich denn jetzt hier? Da komme ich zurück. Finanzen. 54 Millionen haben wir noch. Ja, da könnte man immer noch... Nein, nein, nein. Da könnte man immer noch sehr viel machen, ganz klar. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter und gucken, was wir dort alles beobachtet haben. Oder sollen wir noch mal schnell gucken wegen einem Innenverteidiger? Ja, wir gucken mal, was wir im Angebot haben, was wir kennen. Haben wir hier irgendeinen Innenverteidiger? Das habe ich ja vorher jetzt nicht mir angesehen. Wird nicht beobachtet, beziehungsweise nö. Ne, Innenverteidiger in dem Sinn haben wir hier keine. Können wir ihn beobachten? Z. Aliari, Saudi-Arabien, 22. Ich würde sagen, machen wir mal. Jetzt kann ich den doch hier unten Scouting beginnen. Scoute mal. Dankeschön, dann haben wir das. Nein, ich möchte meinen besten Winner nicht aufhören. Jedes Mal klicke ich falsch. Wir gehen mal eins weiter. Wir haben jetzt sowieso eine Ruhephase, während die EM natürlich weiterläuft. Das ist ganz klar. Wir freuen uns, dass sie weitere Saison. Okay, Leistungen, Vereins. Okay, das ist das Budget. Ja, die 82 Millionen, da haben wir schon Teil verbraten. Sehr gut. Jetzt möchten die Arni kaufen. Nochmal für 24 Millionen. Das schauen wir uns mal an. Ich möchte Arni eigentlich nicht verkaufen auf der anderen Seite. Bei dem Angebot 24,5 hat der Marktwert. Ja, ich würde sagen, wir gehen rauf auf 27,8 und gucken, ob wir das kriegen. Und dann halt tatsächlich, da müssen wir einen anderen Innenverteidiger haben. Ja, ich verkaufe Arni ungern. Es ist ein sehr starker Mann. Vor allem ist er kopfballstark auf der anderen Seite bei so einem Angebot. 28. Das würde ich mir zumindest mal gerne ansehen. Wir verhandeln und gehen auf 27 Millionen rauf. Wäre mein Plan. Ne, können wir nicht. Neue Transfersumme. Moment, das muss ich so machen. 27,8. So, schlagen wir das mal vor. Ich glaube sogar, das werden sie annehmen. Bin ich fast sicher. Mal gucken. Ne. 24,9. Puh. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir den Mann wirklich verkaufen? Eigentlich, wir haben Geld. So ist es nicht. Wir sind nicht auf das Geld angewiesen. Aber wir könnten natürlich einen Hammer in den Verteidiger kaufen eigentlich.
Spannungen haben wir dort, okay. Wir machen's. Zack. Okay. Jo. Dann ist Arnie leider weg. Oder muss ich hier noch was machen? Nein, die sind noch am Verhandeln. Dann können wir hier. Dann können wir hier aber nochmal schnell gucken. Wegen Innenverteidiger. Dass wir hier nochmal schnell schauen. Spieler suchen. Position. Defensiv stimmt ja schon mal. IV. Jawohl. Zack, einmal suchen. Haben wir hier irgendjemanden, den wir bereits beobachten? Nein, leider nicht. Das heißt, wir müssen wieder beobachten. Ja, 22 klingt gut. Der ist wahrscheinlich noch nicht so stark. Hier, das ist auch ein großer. Der ist wahrscheinlich auch Kopfball stark. Da steht zwar dort. Hier, Kopfball, Präzision, Stärke. Ich möchte halt schon einen Kopfballstarken haben. Oh, der ist 17 hier. Mit 1,83. Athletik. Ja. Ruhe, Aggressivität. Oh, der ist 36. Nee, 36 ist zu alt. Wo bin ich jetzt stehen geblieben vorher? Sprungkraft hat der andere gehabt. Wen beobachten wir da? 25 finde ich ein gutes Alter. Ich würde den gerne mal beobachten. Und dann beobachten wir ihn noch. So, gut. Also beobachten tun wir. Weil wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Ganz klar. Gehen wir wieder zurück. Und haben einen Trainingstag. Da wurde auch mal gesagt, mach doch irgendwie hier bei den C und D mal noch mal ein bisschen was. Aber nicht, nicht Trophäen sammeln. Die Frage ist ja tatsächlich, wenn ich jetzt hier irgendwie die Übung nochmal mache und dann schlechter bin wie D. Wird das dann übernommen oder bleibt die bessere Note tatsächlich bestehen? Ich würde gerne das hier mal nochmal machen. Wir überwinden mal oder wir versuchen es. Und dann gucken wir, ob die stehen bleibt oder nicht. Schussfinte könnte man auch noch machen. Wir müssen im Prinzip einfach Tore schießen. Sehe ich das soweit richtig? Ja, okay, das wird schon mal schwierig genug. So geht's natürlich. Einmal über den Torwart oder um den Torwart rum. Gute Finte. Oh, da greift er mir tatsächlich den Ball noch weg. Nein, was war das denn? Ja, falsche Tasteneingabe. Ja, immerhin. Ne, das geht so nicht. Da müsste ich den Torwart halt überwinden. Das geht dafür. Ach, schade. Ich bin wieder bei D. Okay, wir versuchen es nochmal. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Wusste ich ja nicht vorher schon. Ach, was ist das denn? Ja, habe ich zu lange gewartet vorher. Okay. Ah, schon wieder zu lange gewartet. Wenn er natürlich rauskommt, die Schussfinte. So viele Finger habe ich nicht. Aber eine Schussfinte, Mann. Oh, fast. Nee, so geht's nicht. Das ist ganz klar. Oh. Oh, noch schlechter. Okay, nochmal. Einmal das letzte Mal. Jawohl. Die ersten beiden Versuche, die waren schon mal nicht so schlecht. Jawohl, das hat auch geklappt. Aber da ist er dran. Da war ich zu weit weg. Mhm. Nein, ist er dran. Schade. Lauf mal. Oh, da treffe ich nicht mal das Tor. Echt jetzt. Aber da treffe ich's. Ich habe wieder ein D. Nee, lassen wir. Okay. Dann haben wir es von D auf D katapultiert. Das ist ja hervorragend. Aber immerhin haben wir mal wieder einen Ball gesehen. Das ist doch auch schön. Ja, gut. Da würde ich sagen, wir machen hier einen Break. Wir haben noch Post. Das sehen wir uns auch schnell an. Nee, ausleihen den sowieso nicht. Das wäre zwar irgendwo noch eine Idee. Dann könnt ihr wieder mit Dua arbeiten. Dann würde der woanders im Prinzip... Ja, aber ich möchte den halt mit aufbauen. Was sollen wir den ausleihen und besser werden lassen? Ich gehe mal schnell zur Transferzentrale. Schau mir das an. Laie zum Kauf. Nee, das möchte ich eben nicht. Wir delegieren. Wir machen hier den wieder draus. Und gucken, ob sie es annehmen. So, falls ja, dann müssen wir dort natürlich auch wieder gucken, dass wir wieder einen Ersatz haben. Oder wir müssen halt mit Dua arbeiten. Das werden wir sehen. Gut, liebe Freunde, danke euch fürs Zusehen. Gibt noch ein bisschen was zu tun, bis die neue Saison losgeht. Aber ich denke, das ist auch spannend.
hier tatsächlich mit dem Geld haushalten, wenn wir doch so viel haben. Wir können auch ein bisschen was machen. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Gut, ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.